bin Johann Loop und heute möchte ich etwas ganz Neues machen. Und zwar werde ich die größte Zuckerwatte der Welt machen. Guck mal, hier habe ich eine richtig coole Zuckerwattemaschine und die werden wir jetzt zusammen aufbauen. Jetzt muss ich als erstes schöne Farben anmischen aus Zucker, damit ich auch nicht nur die Farbe weiß habe, denn weiß ist ja auch langweilig. Tada! Noch ein bisschen. Welche Farbe wollen wir nur als erstes nehmen? Ich mag die Farbe Blau, deshalb nehme ich jetzt Blau. Oh, schönes Blau. Jetzt einmal umrühren. Und als nächstes nehmen wir Rot. Gut. Jetzt nehme ich Blau. Also das ist noch nicht die größte Zuckerwatte der Welt. Ich habe schon weitaus größere gesehen und ich habe es mir leichter vorgestellt. Deshalb wird es jetzt auch ein bisschen schwerer und ich hoffe, wir schaffen das noch. Jetzt geht's mit Rot weiter. So, ich muss mir jetzt irgendetwas ausdenken. Das geht nicht so weiter. Und sie rutscht immer weiter nach unten. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Und zwar werde ich zwei Zuckerwatten zusammen machen. Und zwar die beiden. Jetzt einfach so. Gelb. So, an.
kommt ja gar nichts mehr. Leider hat es mit dem Gelb nicht so gut geklappt. Und dann habe ich jetzt Weiß genommen, um die beiden zu verbinden. Und jetzt möchte ich Grün nehmen. Die Farbe hatten wir nämlich noch gar nicht. Also hier habe ich es versucht mit einer bunten Zuckerwatte, aber das hat einfach nicht geklappt. Das wurde immer dicker und dicker und dann ist es auseinandergefallen. Und zum Schluss habe ich nur noch den weißen Zucker genommen und das hat ziemlich gut geklappt. Und jetzt habe ich es geschafft, die große Zuckerwatte zu machen, die auch mit dieser Maschine geht. Größer geht es ja gar nicht mit dieser Maschine. Und jetzt mache ich sie nochmal ein bisschen größer. Es klappt richtig gut. Ja. Tada! Guck mal, wie groß die ist. Jetzt möchte ich aber wissen, wie die schmeckt. Schmeckt richtig lecker. Aber da kann ich mich ja auch schon hinter verstecken. Tschüss! Und ich wollte noch etwas wissen. Und zwar wollte ich wissen, ob man aus Bonbons Zuckerwatte machen kann. Hier nehme ich als erstes so einen orangen Bonbon. Das erste rein. Dann nehme ich ein rotes Bonbon. Ich weiß nicht, welche Frucht das ist, aber ist ja auch egal. Jetzt ein gelbes Bonbon. Und jetzt das letzte Bonbon. Und das ist ein rotes. Jetzt tue ich die Bonbons da rein. Vorbereitet. Oh mein Gott! Es kommen schon die ersten Fäden! Ah, ich weiß nicht. Bonbon-Zuckerwatte. Die wird ja richtig groß. Das ist ja mega krass. Es hat funktioniert. Ich bin echt gespannt, wie der schmeckt. Er schmeckt ein bisschen ungewöhnlich. Er schmeckt ziemlich lecker. Es ist zwar ein bisschen klein, alles richtig, richtig coole Zuckerwatte mit Bonbon-Geschmack. Hier drin ist auch noch ein bisschen Bonbon drin. Das ist ja richtig.
richtig, richtig.